Langsam nimmt aber alles Gestalt an, mhm. Und wenn das jetzt gleich fertig ist, ich denke so in einer halben Stunde ist alles erledigt und dann gibt's die fertige Roomtour. Guten Morgen, Schatz. Aufstehen, wir ziehen heute um. Raus aus diesem Ekelbett und rein in die neue Wohnung. Ja, gleich. Voll die Motivation. Hallo, meine Lieben. Was geht ab, Tim Harrison? Voll dir richtig geschlagen. Ja. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Du hast mich geschlagen, Schatz. Laufender Kampf. Ja, die ganze Wohnung ist leer und wir haben auch schon den größten Teil, eigentlich fast 95% ins Auto getragen und die letzten Tüten nehmen wir jetzt. Guten Morgen! Und dann startet ein Neuanfang ins neues Leben in Los Angeles. In Hollywood. Ja! Genau zu sein. Also, fahren wir los, oder? Ja, gell? Kein Bock mehr hier. Schlüssel lassen wir jetzt da und fertig. Dein letzter Walk hier auf dem Teppich. Gell? Bist du bereit? Komm, los, geh, komm. Auf geht's, Leute. Das Auto ist noch voller als gestern. Ja, jetzt müssten wir wirklich alles dabei haben. Das musst du jetzt natürlich wieder aufnehmen. Ich hab schon gehört, dass es da gekracht hat. Okay, war nur die Bügel. Boah. Krass. Ja. Pack mal aus und dann geht's los. Ja, Baby will auch raus. Baby? Hallo? Hi. Mein kleines Baby. Wir sind wieder da. Und wir bleiben. Achso, ja, du musst noch mal laufen, gell? Aber der Aufzug funktioniert. Wir haben die Info bekommen von der Möbelfirma, dass die zwischen 9 Uhr und 12.30 Uhr vorbeikommen. Also das ist so unser Zeitfenster, den wir bekommen haben. Deswegen sind wir jetzt halt schon da. Jetzt ist 9.30 Uhr. Wir räumen jetzt die Lebensmittel, die wir mitgebracht haben, schon mal ein. Und dann warten wir, weil wir haben ja noch nichts. Es ist ja alles noch leer. Ich hoffe, dass es jetzt wirklich alles klappt ohne Probleme, dass alles toll ist. Ja, aber wir halten euch gleich auf dem Laufenden. Da ja auch unser ganzes Besteck und Teller und Tassen und so geliefert werden, mache ich mir jetzt ganz provisorisch einen Kaffee. Wir haben da in der alten Wohnung noch hier heißes Wasser angefüllt und davon mache ich mir jetzt, wie gesagt, einen Kaffee. Und der Mia, die kriegt jetzt noch Oatmeals. Hey, ich glaube, das war bis jetzt der spaßigste und gut gelaunteste Umzug, den wir je hatten. Ja, aber trotzdem ist es halt mit viel Arbeit verbunden jetzt. Wenn du denkst, wir müssen jetzt alles einräumen. Und das sind halt irgendwie viel mehr, als wenn wir, wo wir das erste Mal eingezogen sind. Aber der Kühlschrank ist jetzt auch schon voller. Oh, cool, hier, ne? Die Getränke. Wir müssen etwas improvisieren. Wie kann man sich so sehr auf Essen freuen? Oh. Ist das lecker? Ja, sagt, das ist so lecker. Ja. Ja? Ja, Sarah füttert die Kleine jetzt noch. Und erster Koffer ist schon wieder leer. Und ja, die Klamotten machen wir dann später noch und alles. Und jetzt haben wir noch zwei Koffer. Ich bin am Arsch. Es ist echt so viel, den ganzen Kleiderschrank einzuräumen. Ja, mir hat den Mittagsschlaf gerade gemacht. Und der Domi, der holt uns gerade einen Kaffee bei Starbucks und was zum Frühstücken. Wir haben nämlich immer noch nichts zu frühstücken. Wir haben jetzt schon 12 Uhr und die Möbelleute sind immer noch nicht da. Aber RTL stoßt jetzt dazu und wird heute auch noch einen coolen Beitrag für euch drehen. Hallo, hallo.
Hallo, schau mal, wie busy mir ist. Ich habe zwei Telefone da. Hier ein Handy und da auch ein Handy. So busy bist du, ha? Huh? Mama, hallo, hallo? Hallo, hallo? Ja? Okay, ich störe nicht weiter. Oh, das andere Telefon klingelt auch mir. Oh, oh, oh. Er ist einfach ein Schatz. Er hat uns jetzt gerade was zum Essen gebracht. Den Joghurt habe ich schon aufgegessen. Und Kaffee. Und das Team von RTL ist auch schon da. Hallöchen. Ja, der wird jetzt aufgebaut und dann legen wir los. Unsere Möbel sind gerade eingetroffen. Es ist einfach ein riesen großer LKW. Hi. Hi. So, jetzt wird die Bude eingeräumt. Oh, ich kann es gar nicht abwarten. Ich zeige euch immer mal wieder ein bisschen den Zwischenstand. Also die Möbel hier im Wohnzimmer, die sind jetzt schon da. Und so, das Bett ist auch schon da. Ja. Aber viel erkennen kann man einfach noch nicht. Wir haben hier auch zwei Kartons gerade bekommen mit Küchensachen und wir helfen jetzt hier mal und räumen die Küchensachen selber ein. Boah, es ist nämlich die ganze Küchenausstattung drin. Einfach alles. Für 8 Leute, glaube ich. Nee, für vier. Nee, ich weiß nicht. Wir sind 4 Leute. 4, aber 4. Besteck. Oh, guck mal, sogar Geschirrtücher, Tassen, Messbecher. Voll das. Alles halt neu. Pfanne, Topflappen, Teller, da packen wir jetzt mal aus. Wir haben sogar eine Kaffeemaschine geliefert bekommen, ein Toaster, ein Messerblock und Servietten, Tischdecke, Topflappen, also wirklich einfach alles. Ich muss mal schauen, hier Gläser, hier oben auch, also wirklich Teller, Schüsseln, Tassen. Wir haben jetzt auch Töpfe und Pfannen. Ein Duschvorhang haben wir jetzt auch und Handtücher für beide Badezimmer haben wir bekommen. Ja, und auch so Badvorleger. Ja, und das war auch alles dabei. Für Zahnbürste und einen Seifenspender. Und hier haben wir noch viel mehr Handtücher. Also eigentlich wirklich perfekt. Ja, und noch sind wir lange nicht fertig. Es wird immer noch fleißig aufgebaut. Langsam nimmt aber alles Gestalt an und wenn das jetzt gleich fertig ist, ich denke so in einer halben Stunde ist alles erledigt und dann gibt's die fertige Roomtour. Ja. Mia weiß schon, wo ihre Spielecke ist. Ja, wir bauen die jetzt hier auf, würde ich sagen, vor der Küche. Ja, das machen wir dann am Ende. Was war das bitte für ein Tag? Boah, das war richtig krass. Und das sogar umziehen war noch nie so einfach. Ja, wir haben ja auch noch ein paar andere Sachen gemacht. Ey, es war halt echt anstrengend. Wir haben versucht, ja, YouTube zu drehen hier, was ihr bis jetzt gesehen habt. Wir hatten RTL hier, die wollten ja auch ganz viele Interviews haben. Dann der Umzug selbst. Genau, und dann die Umzugsleute, die hier alles aufgebaut haben. Wir haben uns jetzt dazu entschlossen, dass wir die Roomtour morgen für euch machen, aber noch in diesem Video. Bevor wir jetzt aber schlafen gehen, grüßen wir noch jemanden. Und zwar gehen die heutigen Grüße raus an Anita Fischer. Ganz liebe Grüße von uns an dich. Wenn du auch gegrüßt werden möchtest, ganz einfach Kanal abonnieren und unten kommentieren mit Hashtag Team Harrison. Und dann berichten wir euch natürlich auch gleich, wie unsere erste Nacht war. Bis gleich. Guten Morgen. Wir hatten eine wundervolle Nacht hier in meinem Apartment. Es war ruhig, es war sauber, es ist sauber. Und wir haben übelst lange geschlafen, ja. Mia auch. Die ist nicht aufgewacht so in der Nacht wie sonst, weil es war ja sonst echt ziemlich laut. Also um ehrlich zu sein, wir haben uns richtig, richtig wohl gefühlt. Oder wir fühlen uns richtig, richtig wohl. Es ist wirklich jetzt so ein Zuhause geworden. Ja, und ich habe euch auch gerade eben die Wohnung, ihr habt ganz professionelle Aufnahmen versucht hier von der eingerichteten Wohnung zu machen. Und die zeigen wir euch jetzt. I'm not really asking, we'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action, what we can be, life with no distractions. We'll get away
this is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out. Die with my own doubts. Wohnung steht, Möbel auch. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, sind so ein paar persönliche Aspekte. Ja, einfach ein bisschen Deko, aber darum kümmere ich mich nicht. Ja, das ist nicht so meins. Ja, das ist unsere Wohnung und da werden wir auch die nächsten Monate bleiben. Wir werden definitiv nicht nochmal umziehen. Nein. Weil wir fühlen uns wohl und es passt jetzt einfach alles. Ja. Wir hoffen sehr, dass euch dieses Video gefallen hat. Lasst dafür auf jeden Fall ein Like da, ein Kommentar und ein Abonnement. Und dann sehen wir uns die Tage wieder. Ciao! Tschüss!